Legendäres Saisonfinale der Liga-Rivalen. In einem nervenaufreibenden Krimi besiegt Waspo 98 Hannover die Wasserfreunde Spandau 04 mit 9:6 und sichert sich den deutschen Meistertitel. Das ist echt nochmal ein Moralbooster für die nächste Saison und ich glaube, das war echt unglaublich, der Sieg heute. Die letzten Tage hatten es in sich. Zwar startete Spandau stark in die Serie und gewann die ersten beiden Spiele, was ihnen einen komfortablen Vorsprung verschaffte, doch Waspo gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich mit 2 Siegen zurück ins Rennen. So kommt es in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg im 5. Spiel zum ultimativen Showdown. Die Hannoveraner erarbeiten sich von Beginn an einen beeindruckenden Vorsprung. Mit schnellem Spiel und präzisen Pässen dominieren sie das Geschehen und setzen die Wasserfreunde unter Druck. Dank eines Doppelpacks von Niklas Schipper können sich die Gäste bis zur Halbzeit mit 4:1 absetzen. Wir wollten alles geben und ja, leider am Anfang unsere Angriffsverteidigung hat auch nicht so gut funktioniert. Das Spiel erreicht einen Höhepunkt an Intensität. Hektische Szenen im Wasser und hitzige Diskussionen führen zu roten Karten auf beiden Seiten. Die Wasserfreunde nutzen geschickt eine 4-minütige Überzahl aus und kämpfen sich Treffer um Treffer heran. Aber dann ereilt die Berliner erneut einen Rückschlag. Eine weitere rote Karte verschafft den Gästen eine 4-minütige Überzahl. Die Versuche der Hannoveraner, sich abzusetzen, werden jedoch durch Spandaus André Preltiaser zunichte gemacht, der den Ausgleich zum 6:6 erzielt. Plötzlich ist alles wieder offen. Trotz des Ausgleichs scheint das Glück nicht auf Seiten der Spandauer zu sein. Immer wieder scheitern ihre Angriffe an Waspos Torhüter Felix Benke, der mit beeindruckenden Paraden seine Mannschaft im Spiel hält. Die Gäste nutzen diese Gelegenheit gnadenlos aus. Nikola Miladovic und Luca Lucina erhöhen auf 9:6 und besiegeln damit den deutschen Meistertitel für Waspo 98 Hannover. Für mich persönlich ist es einfach so, dass es einfach pure Freude, einfach endlich mal wieder den ersten Platz zu haben und einfach nach einer 0-2-Serie auf ein 3-2 hinauszugehen. Also das ist einfach hervorragend. Während Hannover bereits als Meister für die Champions League gesetzt ist, müssen sich die Wasserfreunde trotz ihres beeindruckenden zweiten Platzes in der Liga nun durch die Qualifikationsrunde kämpfen. Aber eine Sache ist sicher, die nächste Saison wird erneut Spannung und Aufregung zwischen den Ligarivalen mit sich bringen.